Rudy, you played in Italy, where yeah. you have a break, and in England, where you don't. Quite the opposite. What's your view? It depends on, you know, you get used to it, of course, if you have to continue to play. But it's not only because of the football. It's also something of a family break, you know. And I think that it's also because of the family. Maybe it's good to have that break so they can go some. They have their Christmas and things like that. Because on Boxing Day, all the fathers want to see football. They don't go out. They don't go nowhere. So it could be handy. But if this is the solution because of the busy schedule. You know, for resting players, I don't know, because how many days are you off? Only 5-6 days off, and then you start training again. How long do you get in Germany, Rudy? Also, wir haben das Glück in Deutschland, dass wir zum einen Sommerpause haben, aber auch im Winter ist 4 Wochen Pause. Also die Spieler bekommen dann 2 Wochen Urlaub. Danach wird wieder eine kleine Vorbereitung gemacht. Also die Lösung ist sehr gut, die hat sich in Deutschland bewährt, die hängt natürlich aus einer gewissen Tradition heraus, vor allen Dingen aus klimatischen Verhältnissen, weil halt in Deutschland mittlerweile auch nicht mehr, im Januar schneit es mittlerweile in Deutschland auch nicht mehr, das ist halt die Folge des Klimawandels, aber das war eigentlich mal so gedacht, da eine Pause einzulegen. Aber wie Ruth schon gesagt hat, es ist nicht unbedingt immer nur das Wetter oder das Klima, sondern auch wirklich auch, dass du auch mal für alle Beteiligten, für die Fans, für die Spieler, für die Verantwortlichen, auch mal 3-4 Wochen vom Fußball wieder wegkommst, tut das ganz gut. Was uns ein bisschen wehtut in Deutschland, das liegt aber an dem europäischen Fußballkalender, dass der schönste Fußballmonat für alle bei uns, ist in Holland ähnlich, weil wir ähnliche klimatische Verhältnisse haben, ist der Juni. Und im Juni wird kein Fußball gespielt, ist Pause, ist Urlaub für alle und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Aber wir müssen es natürlich auch an andere Länder richten, an den europäischen Fußballkalender, weil halt da Pause sein muss. Ich glaube, in Schweden wird durchgespielt. Ist ein bisschen anders. In Schweden wird... Schweden, we play the whole summer. Ja, ja. Das ist aber immer das Problem auch für die schwedischen Mannschaften, wenn die dann im Europapokal spielen, in der Champions League oder im UEFA-Pokal, die scheiden dann immer relativ früh aus. Also for the referees. Ja, yeah, also for the referees, ja. Yeah, yeah. Und das ist ein großes Problem. Also wir in Deutschland sind mit unserer Lösung sehr zufrieden. It is a nice break over Christmas for the German Federation. I mean, it does mean that the rest of the season is that much more compressed. Because you have fewer weeks to actually get the football in. Whilst it's difficult to maybe argue for more time off for footballers as well, it seems to benefit the clubs. Milan certainly benefited, I think, from their break at Christmas in Italy, which they actually spent in Malta, with their campaign through to the Champions League trophy, which they won. So I think in football terms, not just because of the fans watching, it can actually be a benefit to just stop, take a pause and move on. But certainly the fans think that too. Whether that'll ever happen in the other countries, I don't know.